Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Folge von Mafia 2. Gibt's nicht viel zu sagen. Wir starten hier die Story oder setzen sie fort. Das letzte Mal hatten wir hier diese große Schießerei in der Gießerei. Kapitel 9, Bells and Beans. Uptown, 6. Mai 1951. Unser Telefon klingelt. Jetzt müssen wir nur mal kurz unser Telefon finden. Hallo, gehst du mal? Bestimmt da, natürlich. Hallo? Vito, wir haben hier ein Problem. Schnapp dir eine Knarre, wir treffen uns in der Bar und sieh zu, dass du einen anständigen, fahrbaren Untersatz dabei hast. In Ordnung, bin gleich da. Okay. Das war's dann mit meinem Sonntag. Ach so, ja, erstmal Kleider, ja, toll, auf dem Sonntag auch noch. So, was ziehen wir denn heute mal an? Hier mal Lederjacke? Nee, ein Kampfanzug. Wir ziehen heute mal den Kampfanzug an. Das sieht denn gefährlich aus. Hoffe ich zumindest. Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Hier ist die Polizei irgendwo. Wenn Sie die Tür nicht aufmachen, machen wir sie auf. Okay. Hey, du qualmst hier, machen ja. Sie auf! Gib mal her. Hey Jungs, was ist los? Die Sache hier geht dich nichts an. Verschwinde. Aufforderung. Machen Sie die verdammte Tür auf. Ja, mach mal auf, will ich sehen. Aufmachen, Polizei. Wir wissen, dass Sie da sind. Hier ist die Irgendwie Polizei. Wird da wohl nichts mehr passieren. Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Ja, gut, das wiederholt sich. Wird wohl nichts mehr passieren. Nicht aufmachen, machen wir sie auf. Oh, komm, dreht sie mal. Ja. So. Vernünftigen Fahrbahnuntersatz. Hier, was hältst du denn von diesem hübschen Wagen hier? Oder der sieht hübscher aus. Oder wir nehmen einfach unseren Wagen. Genau. Na los, rein mit dir. So, erstmal wieder Radio aus, wie üblich. Da wollen wir hier mal fahren. Und hier haben wir wieder diese wunderhübsche Brooklyn Bridge. Ja, was gibt's Neues zu erzählen? Es gibt nichts Neues zu erzählen. Außer, dass wir hier... Wow, Scheiße! Dass ich mich hier verfranze. Verfranze allein. Verfranse. So. Boah, schafft der Wagen das hier überhaupt da hoch? Ah, doch, ganz knapp. Ups, ich weiß nicht. Sorry. So, dann haben wir hier längs. Ja. Nicht gegen die Polizei, das muss nicht sein. Boah! Schweinehund, du! Bremst ja auf einmal! Ja, du kriegst mich da ohnehin nicht. Dieser Sack, ey, hallo. Ich hab dich gleich angeditscht. Sag mal. Ey. Haha, bist du hängen geblieben. Tut mir aber gar nicht leid. Das verdient hast du das. Oh, hallo. Was ist hier los? So. Wieso habe ich zwei Sterne gleich? Was? Absoluter Bullshit. So, und weg ist die Polizei. So schnell kann das gehen. Wo soll ich eigentlich hinfahren? Ich weiß das gar nicht. Ah, hier fahren wir auf jeden Fall. Oh. Ups. Ich weiß nicht. Ach so. So, hier, der Wagen sieht doch super aus. Ich muss nicht meckern. So, hallo? Hallo? Hä? Ah. Morgen, Eddie. Hey, Vito. Ich will dir jemanden vorstellen. Vito, das ist Carlo Falcone. Ja, der kommt. Sehr erfreut, Mr. Falcone. Vito? Also, Vito. Was hältst du von Alberto Clementi und Luca Guarino? Naja, ehrlich gesagt, Mr. Falcone.
Diese Arschlöcher wollten mir erst 5 Riesen abknöpfen und mich dann im Knast verrotten lassen. Sieht ihnen ähnlich. Die 2 führen irgendwas gegen unsere Familie im Schilde. Und das bedeutet, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor sie etwas unternehmen. Eddie erklärt dir alles Weitere. Ich zähle auf dich, Vito. Wiedersehen, Sir. War mir ein Vergnügen. Was zum Teufel ist los? Ein Auto mit 3 unserer Jungs ist gestern Nacht verschwunden. Könnte sein, dass Luca Garino was damit zu tun hat. Wer sind die 3? Harvey Beans und die beiden Jungs, die ihn beschützen sollten. Tony Balls und Frankie der Ire. Beans ist Carlos Buchhalter. Wenn er singt, sind wir alle am Arsch. Okay, was habe ich zu tun? Warte vor Freddys Bar auf ihn, beschatte ihn und finde raus, ob er die Finger im Spiel hat. Und dann? Sollte sich rausstellen, dass er da mit drinsteckt, legst du den Sauhund um. Und wenn unsere Jungs noch am Leben sind, dann hau sie raus. Hoffentlich schaffst du es, bevor sie was über unsere Organisation ausgeplaudert haben. Wo könnten sie stecken? Ich habe keine Ahnung. Sei auf alles vorbereitet. Du brauchst eine schnelle Karre und ordentlich Artillerie. Gut, kein Problem. Komm wieder her, wenn du alles erledigt hast. Und Vito, kein Sterbenswörtchen zu irgendjemand. Klar. Okay, das hört sich doch mal interessant an. Und die Musik hört sich auch schön an. Leider müssen wir verschwinden. Und wir laufen immer in die falsche Richtung. So. Wollen wir mal weiterfahren? Brumm, brumm, brumm. Mir fehlt ein bisschen die Musik, aber ich kann sie leider nicht anmachen. Ah, doch, der Wagen sieht doch noch klasse aus. Ups. Ey. Sag mal. Hallo. Nicht zur Polizei. Aber es werden! Sagt mir das doch gleich! Aber habe ich das nicht geil gemacht? Also, nicht einen berührt. Oh, hier müssen wir hin. Ich mag Handbremsen. Okay. Lukas Wagen? Ja. Ah, wo steckst du, Luca? Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran. Sonst sieht Luca mich. Ich weiß doch gar nicht, was ich für ein Auto fahre. Ist doch Blödsinn. Ich muss gerade jetzt hier in der Polizei längs fahren. Ja. Oh, das hat die Polizei nicht gesehen. Oh. Ups. Hey, fahr mal nicht so schnell hier. Boah. Nicht so schnell. Nicht? Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ein bisschen anhalten, dass er uns nicht sieht. So, ab Richtung Riverside. Du geiler Penner, ey. Action hier. Fährst du, Luca? Nach Riverside? Ja, sieht so aus, ne? Ab zu Riverside. Dun, dun, dun. Oh, 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 du bist zu nah dran. Ja, 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 ja. Ich kann doch nicht an, dass er da auf einmal anhält. Okay. Und jetzt bin ich zu weit weg, oder was? Vielleicht zu Bruskis Schrottplatz? Oh nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Ja, aber hier ist gleich Sackgasse. Ja, ich mich doch letztens verfranst, siehst du? Hier ist nämlich Sackgasse. Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht.
Okay, ich muss unbemerkt da rein. Finde eine Möglichkeit, unbemerkt nach Schlachthaus zu schleichen. Kriechen, kriechen, alles gut. Ja. So. Hier, red mal mit Ihnen hier. Entschuldigung? Ja, kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie, wie man in das Schlachthaus da kommt? Und, was wollen Sie da drin? Mein Hund ist reingelaufen. Ich suche ihn. Ihr Hund, ha? Ja. Wissen Sie, wie man reinkommt oder nicht? Also erstens mal muss ich Ihnen sagen, Sie sind ein miserabler Lügner. Zweitens, da Ihr Hund keinen Schlüssel für das Gebäude hat, muss er wohl durch das Abflussrohr reingekrochen sein. Durch die Kanalisation? Okay, danke. Ganz klasse. Ich hoffe, man hört gerade hinterher und nicht, dass irgendein Kind bei uns irgendwie... gerade... Warum? Was bist du denn für einer? Was bist du denn für ein Penner? Sie wissen nicht, dass ich weiß, dass Sie wissen, dass ich weiß. Was? Geht nach Deutsch mit mir. So, hier längs. Ups. Ja. Schätze, das kann ich aufbrechen. Dann brech mal auf hier. Aber nicht so. Aber vielleicht doch so. So. Oh Mann, wie das stinkt. So, was passiert halt? Du kannst doch ein bisschen schneller gehen. Ja, da ist doch schon ein Loch. Mist, der Köter könnte Probleme machen. Hä? Ich sehe da nicht mal einen Hund. Hat da nicht mal einen Hund gesehen gerade? Anscheinend war da einer. Na, lecker. Ganz toll. Wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Eine Ratte. Da geht's endlich wieder hoch. Leiter benutzen. Na, Hündchen. In Deckung? Wie geh in Deckung? Halt's Maul, verflucht nochmal! Ist da jemand? Da ist keiner. Also halt's Maul, sonst machen die Hackfleisch aus dir. Blöder Köter. Verdammt, da sind sie. Jetzt krieg ich dich, du knochiger kleiner Scheißkerl. Korb hier mich über hoch. Tendiere ich jetzt einfach mal. So, und dann hier hin. Hier hin, ja. Da schläft einer. So. Ja, den soll ich umbringen. Was haben wir hier? Was ist das denn? Okay. Ich will das gar nicht wissen, was das ist. Weiß nicht, nie gesehen. Scheiße. Ja. Toll. Wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Ich rauch doch nur eine. Reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. So. Hier ist nichts weiter. Boah, es ist widerlich. Hat da jemand geschrien? Ach was, eins der Schweine. Nein, das war kein Schwein. So.
einmal sagen, halt's Maul und geh wieder an die Arbeit. Oder das bleibt nicht das einzige Schwein, das hier quiekt. Okay, okay, ich... Also, du willst immer noch kündigen? Vielleicht nächsten Monat. Was machst du dann? Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht werde ich Synchronsprecher. Soll das ein Scherz sein? Und ich bin hier gerade ein bisschen konzentriert, deswegen rede ich nicht so gerade sehr viel. Irgendwie rede ich in diesen LPs so ohne Ende wenig. Komischerweise. Aber hier wird ja auch viel für mich geredet. Aber ich könnte in sowas hier ja, in so einem Laden ja nicht arbeiten, ne? Hey, ihr beiden. Schichtwechsel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe erst die Hälfte von... Muss ich es nochmal sagen? Schichtwechsel! Verpisst euch von hier! Okay, soll mir recht sein. Halt die Klappe. Gehen wir. Okay. So, ich mach mal so. Tür schließen. So. Was ist hier drin? Irgendwas Ekliges. Okay. Müssen wir jetzt hier längs? Ih, ganz viel Blut. Oh, oh, fuck. Da steht jemand. Warte mal, hier war doch noch eine Tür, ne? Genau, hier. Komme sofort! Ih, was ist das? Keine Ahnung. Glaubt ihr, ich weiß nicht von dem Stoff? Und wo ihr das Geld dafür herhattet? Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Staaten gebracht? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Sollst du so gehen wie deinem Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn da? Lassen! Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Hallo, hallo, ich muss erstmal hier. Fetzer. Los, Sammy, nicht so zimperlich. Autsch. Nee, ne? Würde ich auch nicht wollen. Jungs, mach den fertig!
Hallo, 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 hallo. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher. Hol mich endlich runter. Danke, du hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Vince, bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. Yam, 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 da kriegt man ja richtig Hunger. Okay, Freunde. Geht los, oder was? Find ihr Luca? Oh. Hier, schießt er in den Arsch, du Penner. Na gut, vielleicht auch nicht. Ui! Da bin ich leider hops gegangen. Nein! Scheiße. Ja, aber ich würde sagen, werden wir hier die Aufnahmen. Wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!